Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe etwas online bestellt und das werden wir jetzt heute zusammen auspacken. Und ich habe selbst noch nicht reingeschaut, also ich bin gespannt, wie es aussieht und wie es verpackt ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe drei Sachen bestellt, zwei... Ist auch ein bisschen weihnachtsmäßig angehaucht, also... zwei Mini-Tannenbäume und also zwei verschiedene, einmal eine Nordmann-Tanne und einmal irgendwie eine Blaufichte, glaube ich. Und dann habe ich noch dazu, weil ich die schon länger haben möchte, einen roten Fächer-Ahorn bestellt und ich bin mega gespannt, wie die jetzt aussehen. Hier ist das Paket. Achso, ich habe das Paket selber gekauft. Yay. Also hier ist auf jeden Fall schon mal so ein Prospekt drin, wo drin steht, was man dann, wenn man die Pflanzen bekommen hat, damit machen soll. Und ja, also hier ist es so zu allen Pflanzen drin. Also Kletterpflanzen, Stauden, bla bla und so weiter. Okay, also das ist der, also ein, die eine Tanne ist in Erde, also ist schon eingepflanzt und die andere kommt wurzelnackt und das hier ist jetzt, glaube ich, die Wurzel. Nackte Pflanze und das, also es ist echt nichts drum um die Pflanze, also auf jeden Fall nach Weihnachten. So. Das ist die Pflanze. Und das heißt, ich muss sie ja auf jeden Fall jetzt einpflanzen. Ich habe auch gesehen, auf der Webseite, das ist so ein Wasserstand, aber dadurch, dass das jetzt schon mal in Erde war, glaube ich, stelle ich das nicht in Wasser, sonst würde ich es halt auch voll cool finden, wenn das einfach so ein Wasser leben würde. Also ich packe das mal erstmal wieder hier zurück. Aber das ist auf jeden Fall meine erste Pflanze. Hier steht jetzt Freiland. Ich hoffe natürlich, dass sie in einem Topf dann auch überlebt. So, dann die zweite Pflanze. Also ich finde auf jeden Fall klar, die ist jetzt gerade im Plastik verpackt, aber die anderen beiden Pflanzen sind nicht im Plastik verpackt. Das finde ich schon mal sehr cool. Dann haben wir noch diesen kleinen. Das kleine Blüten. Okay, die Wurzeln sehen gut aus. Keine Wurzelfäule. Ich dachte gerade schon, weil die Erde echt nass ist. Aber ja, das ist jetzt hier diese kleine Nordmann-Tanne und das andere ist die, ich glaube, eine Blaufichte. Und das hier, ja, muss dann der rote Fächer-Ahorn sein. Und hier sind auf jeden Fall Knospen dran. Also ja, den werde ich dann auf jeden Fall raus auf meinen Balkon stellen. Und
bin dann gespannt, wie es sich entwickelt. Yes, also wie gesagt, den werde ich einfach so lassen, in irgendeinen Übertopf stellen. Das jetzt ein bisschen höher wäre, wird es natürlich ziemlich cool aussehen. Aber this one. Ich würde ihn jetzt natürlich gerne in Terrakotta einpflanzen. Aber ich habe keinen. Wir pflanzen den jetzt noch kurz zusammen ein. Ich habe hier noch so Erde, die. Ja, wie soll ich sagen, halt nicht so mit Gestein und so gemixt ist und ja eher so Blumenerde ist. Deswegen werde ich das jetzt benutzen, um da den, um da jetzt diese blaue Fichte einzugraben, weil ich glaube, die mögen es auch feucht. So, ich fülle das jetzt ungefähr so weit mit Erde, also ungefähr so bis hier. Und dann versuche ich jetzt die Wurzeln hier reinzukriegen. Ich finde, es sieht auf jeden Fall süß aus. Und dann kann ich den noch ein bisschen schmücken, um ein bisschen Weihnachtsstimmung ins. So, da könnt ihr ein bisschen besser sehen, wie es Gestalt annimmt. So. Ich hoffe, dass ich dadurch jetzt ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung komme, weil ich bin irgendwie 0,0 in Weihnachtsstimmung. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. So sieht das Endergebnis aus. Ich werde jetzt hier nochmal noch einen Übertopf finde. Ich hoffe, dass es hier reinpasst. Oh. Okay, ich habe einen. Ich mache meine Erde hier raus. Weil dann kann ich den einfach in den grauen Übertopf machen. So, Leute. Ich glaube, ich stelle es halt. Ich stelle noch irgendwas drunter, dass es so ein bisschen so aussieht. Aber ich finde, dann sieht es eigentlich cool aus. Und den kleinen mache ich hier, weil dann passt das irgendwie so gut zusammen. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die beiden Tannen jetzt überleben. Also für die nächsten Jahre auch. Und im Sommer stelle ich sie dann, glaube ich, einfach raus. Und wenn es dann Dezember ist, dann kann ich sie mal als Weihnachtsdeko benutzen. Und vielleicht sind sie irgendwann so groß, dass sie der richtige Weihnachtsbaum werden können. So, ihr Lieben, das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne den Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und falls ihr keine Videos verpassen wollt, dann klickt doch gerne den Abonnieren-Button und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Oh.